So, da eine hin, da eine hin, da eine hin. So. Wie viel haben wir? 8 Stück. Ja, es reicht schon fast langsam. Trotzdem hätte ich ganz gerne so einen kleinen Stahlpuffer auf Tasche. Deswegen schnappen wir uns hier mal welche. Ein Stack. Das reicht doch. Warum? Smart Chest fehlt. Smart Chest braucht... Achso, grüne Chips fehlen. Geschnappt. Geschnappt. Ja, 21 Stück. So, okay, wie. Die kommen jetzt unten hin und dann löst sich hoffentlich so ein kleines bisschen das Kupferproblem. Und hier Steine. Gib mir Steine. Baumauern. Danke. So. Passiv, 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 passiv. So. Gucken wir mal. Die holen sich jetzt hoffentlich nur Kupfererz ab, weil Eisenerz haben sie ja oben noch zuhauf. Und es wird endlich mal entladen. Oh, das ist ein Problem. Weil es kann ja erst Kupfererz eingeladen werden, wenn das Eisenerz ausgeladen wird. Und das Ding wird jedes Mal, wenn es bei Erz 1 ankommt, mit Erz zugespammt, also Eisenerz. Müssen wir jetzt da aktive Kisten wieder draus machen? Das wäre nicht so gut. Oh, ich habe noch eine Idee. Wir könnten eine Pufferreihe anbauen. Nämlich so. Ja, 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 geh weg. Und dann so. Das heißt, die werden dann leer gemacht und dann werden die voll gemacht. Damit die wieder frei sind für das nächste. Ziemliche Ressourcenverschwendung, keine Frage. Aber so müsste sichergestellt werden, dass wenigstens der mittlere Waggon vollkommen leer ist beim nächsten Mal. Wenn wir denn die Stack-Size mal erhöhen. Von den Ärmchen. Gut, also das da oben haben wir schon mal angefangen zu lösen. Das ist okay. Du bist voll. Wir werden an der altbekannten Stelle angegriffen. Aber die mal angreifen. Das sieht echt groß aus da. Weiß ja nicht. Haben wir noch Science Packs gemacht? Ja, 100 Stück, die werden erstmal reingeschmissen. Du Rinder. Gib uns Shooting Shell Speed 5. So. Das haben wir. Also, wir haben Erz 2 gegründet. Wir haben eine nicht wirklich gut funktionierende Anbindung gebaut. Wir haben jetzt theoretisch mehr Kupfererz im System, aber das wird sich eine Weile dauern, bis sich das eingepegelt hat. Und ich hätte gerne mehr davon. Und dann können wir Erz 2 weiter ausbauen. Oh, hier ist ja auch noch Stein. Weißt du was? Ich hätte gerne Strom. Ich hätte gerne einen von den Mining Drills für Erz 2. So. Und dann hätte ich gerne eine aktive Kiste hier. So, und du müllst mir jetzt bitte das ganze System voll mit Steinen. Damit ich nie wieder Probleme habe, Steine zu bekommen. Dankeschön. So, Loch in der Mauer. Zu. Na komm, gib mir den grünen Chip. Ja, Jungs. Lalala, okay. So, Zug ist gerade durch. Hier. Ich hätte gern. Dung, 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 dung. Dich und dich und dich und dich und dich. Und dich. Du bist falsch. Ja, so ist gut. So. Darum da hoch. Und fertig erforscht. Sehr gut. 300. 450. 300. Du kostest nur 150, das weiß ich. Aber wir können dich nicht bauen, weil wir die Speed-Module nicht haben. Also erforsch. Oh, 300. Forsch bitte das da. Danke. Ich schieb das Ganze nur ein bisschen auf. So, so.
So. Und wenn das jetzt nicht unsere Kupferprobleme löst, zusammen mit den ganzen neuen Smelteries, die wir aufstellen, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt kommen wir mal wieder da hinten welche an. Bauen wir ein paar von den schnellen noch. Da. Ja. Staut sich das hier unten? Geht. Geht. Einen schnellen zwischendrin. Wii, wii, wii. Okay. Genug rumgealbert. Ja, sehr schön. Also Kupfererz ist vorhanden. Eventuell müssten wir es so einstellen, also wenn die Bahn gleich hier hält, ich hoffe zumindest, dass sie gleich kommt, dann stellen wir einfach mal an, dass sie bei Erz 2 für eine Minute stehen bleiben soll, damit sie da voll beladen wird. So, hält an. Du, stopp. Erz 2, 60 Sekunden. Und es wird nicht beladen, weil es voll ist mit Eisenerz. Okay. Erz 1 hältst du bitte nur 5 Sekunden. Ich klaue dir jetzt mal Eisenerz. Hier. So, das ist ein kleines Zwischenlager. Gib mir Eisen. Kriegst du Eisen. Gib mir Eisen. Oil Processing? Achso, das war das andere Forschungsding, ich habe mir verklickt. Combat Roboter. Distractor Capsule. Das klingt praktisch. Na komm, bau das mal. Brauch keine lila Packs. So, achso. Entladen. Entladen. So rum. Alles raus. Alles rein. Alles raus. Alles rein. So. Kupfer. Sehr gut. Also du hältst hier jetzt eine Minute und da hältst du nur 5 Sekunden. Weil wir haben noch genug Erz, ne? Oben im Heimatbasis-Ding. Start. So, das sollte jetzt hinhauen. Und ist kein bisschen geschützt, fällt mir gerade auf. Hierum müsste sicher sein. Wir müssten eigentlich hier Verteidigungsstellungen aufbauen. Weil wenn er angreifen wird, wird er von der Basis da kommen. Das heißt, wir bräuchten Strom hier weiter. Dann bräuchten wir ein Laserturm. Kann ich noch mehr bauen? Ja, gut. Darf ich bitte Mauern bauen? Ja, danke. So. Da. Überall Bäume im Weg. Geht weg. Muss Verteidigungsstellung bauen. Und ja, sie kommen auch nicht durch Bäume durch, weil Bäume sehen nicht so cool aus. Achso, du bist falsch. Du, da, da, da. Da. Laser. Mehr Laser. Das könnte sogar für den Anfang schon fast reichen. So. Das heißt, wenn sie wirklich von hier kommen sollten, werden sie auf die zuerst treffen. Und drei Türme plus Mauer könnte schon fast reichen. Haken ist halt nur, dass sie keinen Roboport haben zum Reparieren. Was aber eigentlich standardmäßig zu unserem Außenposten-Setup gehören sollte. Aber das ist kein richtiger Außenposten. Das Ding ist in ein paar Folgen leer gelutscht und dann ist gut. Aber wenn wir da unten das aufbauen, das ist ja richtig eine langfristige Sache. Da sollte auf jeden Fall ein Roboport in die Mitte mit rein. Der kriegt dann ganz viele Repair Packs, 10, 20 Logistikroboter, egal nicht, Bauroboter. Und dann klappt das schon. So, dicht, dicht. Gut ist. Und wenn irgendwann doch mal was zerstört wird, dann ist halt so und ich weiß wenigstens, von wo sie angreifen. Achso, Licht ist aus wegen Dämmerung. Gut. Gucken wir. Ist da ein Loch?
Das könnte erklären, warum es nicht funktioniert. Gucken wir, ob es jetzt genutzt wird demnächst. Ah, peinlich. Okay. Wo ist der Zug eigentlich gerade? Kannst du die Karte sehen? Da ist er. So, jetzt hältst du eine Minute hier. Ist natürlich gerade unpraktisch. Aber hau ich halt Bäume weg. Ist okay. Und es wäre jetzt richtig, richtig schön von dir, Zug, wenn du mal diese Strecke im Süden da ausprobieren würdest. Dein Herr und Meister hat sich da was bei gedacht. Und es ist auch vollkommen egal, wenn du entgleist. Es wäre nur schön, wenn du mal machst, was ich sage. Ich baue dich dann auch neu auf und so. Eins, eins, zwei. Da unten steht unser Wagen, ne? Das dreieckige Symbol. Ich glaube schon. Kaschan! Fahr nach unten! Fahr nach unten! Eine Minute ist echt lang zum Büffeln. Bist du denn überhaupt voll? Ja. Ich glaube, die Endlader kommen gar nicht hinterher. Du, Home, stell auch mal auf eine Minute. Und er fährt nach unten. Komm, komm, ich will einspringen. Ah, nicht geschafft. Aber es klappt, verdammt. Sehr schön. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das freut mich jetzt richtig. Dass er nicht diesen riesen Umweg da oben rum fährt. Guti, guti, guti. Okay, hier rein. Darum. Dazu. Und zeigt mir irgendeine Logistikkiste, damit ich gucken kann, wie viel Kupfererz wir im System haben. 1400 Kupfererz im System über. Das ist super. Das heißt, wir stellen jetzt die Schmelzöfen auf, die wir gebaut haben. Vor drei, vier Folgen. Bitte schön, Roboter. Schmelzöfen hier. Hatte ich mir schon mal überlegt, hier eine Reihe hinzusetzen, ne? Weil wir dann die Kisten doppelt nutzen könnten. Aber das ist Eisen. Wenn, müsste es denn hier doppelt genutzt werden. Ja, gucken wir mal. Ich baue es mal auf. Guck, ob ich schreiend zusammenfalle oder nicht. Da, da, da. Du nimmst da draus, tust da rein, nimmst da raus, tust da rein, nimmst da draus, tust da rein, nimmst da raus, tust da rein. So. Die haben noch alle keine Module, ne? Nö, zwangsweise. Wie schaut es mit Strom aus? Akkus sind voll. Produktion ist bei 10%. Das stimmt wieder nicht, das weiß ich. Und was? Unsere Solarzellen produzieren fast so viel wie unsere ganzen Steam Engines? Okay. Das ist sehr verquer. Was sagt das System sonst so? Wir haben inzwischen 2200 Kupfererz. Wir haben keine Kupferplatten über. Wir haben 23.000 Eisenplatten. Das war eine Nummer. Okay. Und ich glaube, wir sollten unten die. Ja, ist wieder Angriff. Ist okay. Wir sollten unten die Kisten anders einstellen. Sonst ist das irgendwann alles voll mit Eisen, das wir gar nicht mehr benutzen. Eisen, 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 Eisen. Ja, komm, wir bauen mal nochmal so eine Pufferreihe. Da brauchen wir noch mehr blaue Ärmchen für. So. Weil irgendwann werden die Kisten alle voll sein mit Eisen. Dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssten eigentlich aktive Kisten draus machen. Da haben wir nicht die Roboterkraft für. 527. Ja. Na gut, erstmal hier. Dann hier ein bisschen. Zwei Kisten fehlen. Komm, bau zwei Kisten. So. So. Cool. Da. So, und jetzt will ich gucken, ob die Ärmchen das schaffen, um das Ding komplett zu entleeren. Ja, das schaffen sie sogar in unter einer Minute. Okay, bist leer. Und dann gucken wir einfach, wie lange die Phase ist.
zwischen dem Zeitpunkt, wo der letzte Container leer ist und das Ding wieder losfährt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, kannst schon mal 10 Sekunden weniger. 15 Sekunden. 20 Sekunden. Jo, das haut hin. In 40 Sekunden müsste das komplett entleert werden können. Durch die Aktion hier. Und B füllt E. Das scheint nicht wirklich viel Sprit zu fressen, das Ding. Achso, und hier kriegst du noch mehr Holz. Bitteschön. Also, sehr, sehr gut. Wir haben genug Kupfererz. Wir haben mehr als genug Eisenplatten. Das war bis vor kurzem ja auch noch ein Problem. Jetzt müssen wir nur noch die Kupferplatten hinbekommen. Ja, das ist noch nicht der Fall. Okay, dann machen wir es einfach ähnlich wie oben. Die Dinger hier bekommen jetzt auch Kupfererz. Achso, das konnte man ja kopieren. Shift, rechts, links, 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 links. Jo, sehr gut. Shift links. So, das heißt, die hier unten dürften jetzt alle auch Kupferplatten produzieren können, wenn sie es denn wollen. Wie schaut es hier aus? Alles gut. Bräuchten nur Module. Ja, sehr schön. Ich sehe Draht im System über. Das ist schon mal sehr gut. Ich sehe grüne Chips über. Das ist auch sehr, 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 sehr gut. Kupferplatten sehe ich auch endlich. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, Ressourcenproblem einigermaßen aufgefangen. Wir können uns jetzt wieder um das Töten kümmern. Töten, töten, töten. Munition. Munition, 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 Munition. Und wenn die Forschung gleich durch ist, dann will ich mir diese neuen Roboter angucken. Weil in den Kommentaren meinte jemand, die nächste Stufe von diesen Defender Capsules da wäre ein stationärer Roboter, der auch Laser schießt. Also mit Lasern schießt und dementsprechend auch ein bisschen effektiver sein könnte. Und damit können wir dann vielleicht auch so einen größeren Basen knacken. Dann haben wir hoffentlich irgendwann genug Alien-Artefakte, um das MK2-Ding zu bauen. Weil ich freue mich schon drauf, richtig wie so ein Terminator durch alle Basen durchzustürmen und alles wegzudackern ohne Probleme. Auch wenn das dann vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte. Alles okay? Ja, ein Turm wird nur beschädigt. Sehr gut. So, du wirst durchgehend befüllt. Das ist gut. Kleine Pausen drin. Aber trotzdem, genug grüne Chips sind da. Genug rote Chips sind auch da. Glaube ich mir mal. Und blaue Chips habe ich jetzt schon 200 fast im Inventar. Okay, also uns geht's gut, was das angeht. Jetzt nur die Bedrohung von außen ist halt nicht so schön. Aber die Defender-Kapsels sind ja gleich fertig. Also, nächste Folgen. Defender-Kapsels ausprobieren, die neuen. Und dann das da. Es wird recht schwierig werden, bin ich mir ziemlich sicher. Weil es eine große Basis ist mit wahrscheinlich auch vielen großen Würmern und vielen Spawnen und was weiß ich. Aber versucht macht klug. Und wenn die weg wäre, dann hätten wir schon mal einen Nervfaktor hier weniger. Und wir müssen nicht ganz so viele Repair-Packs immer wieder herstellen. Also, bis gleich.